Oh, ich werde mich jetzt mal ein bisschen hier noch um Ragnarök Online Prime heißt es jetzt kümmern und muss leider schon wieder von vorne anfangen. Gut, dass ich mit meiner Diebin das letzte Mal noch nicht so weit war. Aber bei Innova haben sie aus dem Revo Classic, das war scheinbar, wenn ich das richtig gelesen habe, nur eine Demo-Form von Ragnarök Online. Das haben sie jetzt in Ragnarök Online Prime umbenannt. Aber mein Charakter wurde da irgendwie nicht mit übernommen. Sie heißt jetzt hier halt nicht Blue Fox, sondern Blue Vixen, weil scheinbar gibt es den Charakternamen noch. Ich bin mit demselben Login drin wie vorher auch, weil es ja über dieselben Anbieter läuft. Aber meine Charakterliste war blank, also gehe ich davon aus, dass es nicht meine Füchsi ist. Ja, die sind jetzt alle natürlich wieder Novice, aber Dieb werde ich jetzt heute nicht machen. Das haben wir uns schon einmal angeguckt. Ich werde mich jetzt mal um mein Büffelchen, denke ich, kümmern, meine Merchant. Ich habe mit meinem Füchschen schon mal reingeschaut und habe festgestellt, in dieser Version von Ragnarök Online gibt es jede Menge neue Features. Unter anderem auch eine neue Charakterklasse, also eine Rasse. Eine Katze. Die kann allerdings nur einen Job haben. Aber ich wäre interessiert dran, tatsächlich. Mal eine zu machen irgendwann. Nee, erst will ich meine drei Grundcharaktere hier wieder aufstellen. Meine Diebin, später Assassine. Merchant, später Schmied. Und meine Zauberin. Mager. Die will ich erstmal wieder aufbauen. Halbwegs. Und dann kann ich, ich habe ja noch drei leere Slots. Kann ich mal überlegen, so eine Katze auszuprobieren. Peachy weiß nicht immer mehr, ob sie einen Account hat. Wenn, dann hattest du den wahrscheinlich eh nicht bei Innova, oder? Also bei 4Game? Das letzte, was du gespielt hast, war, glaube ich... Wo hast du gespielt? Oh Gott. Du hast es mir, glaube ich, mal gesagt, aber ich habe es ja nicht gemerkt. Aber wenn du Bock hast, mitzumachen und sie das nicht wieder nach ein paar Monaten einstampfen, bist du herzlich dann in meiner Gilde willkommen. So. Ja, Daily Logins. Da fehlt eine Zahl. Endet in so und so vielen Tagen. Ja gut, ich habe noch keine Ahnung, was es für Auswirkungen haben, die Items. Gut, der manche sagt der Name ja schon, was es ist. Es gibt eine große Version von Flywing mittlerweile. Okay. Hier ist jetzt Mental Potion. Okay. Kafka-Card. Was kann die denn? Kann ich leider nicht einsehen. Ne? Ne, es gibt eine Menge neue Sachen. Daily Logins. Ich war schon mal drin und hab mir meine ganzen Sachen zurechtgerückt. Hier, die ganzen Fenster überall. Nein, ich wollte das da zurechtrücken. Das steckt nämlich ein bisschen zu weit unten. Also, durch den Fenstermodus ist das alles ein bisschen schepp. Ich hatte vorher Vollbild, aber im Vollbild wollte OBS das nicht auf. Reifen, da blieb es immer schwarz. Ja, gut, ist okay. Wenn Roh nicht so deins ist, ich finde bestimmt schon jemanden. Ist ja gerade noch jemand an uns vorbeigedackelt. Der auch einen neuen Charakter gemacht hat. Vielleicht finde ich hier auch noch ein paar Leute zu zocken. So wie ich Gladius überhaupt kennengelernt habe, ne?
So, wir haben jetzt dieses extra Fenster. Alles neu. Daily Reward. Tip of the Day. Da steht nichts. Was ist das? Navigation. Settings, Replay, Weltkarte. Oh, sogar mit Beschriftung. Okay, das ist ja mal cool. Kann ich mal sehen? Kann man sich die Felder so einfach mal angucken? Kann ich da irgendwie? Wie funktioniert das? Muss ich dann mal ausprobieren. Ich bin noch Novi, ich muss erst das Tut machen. Aber hey, wo sind wir denn hier? Da ist Bronn, da ist Geffen. Es gibt bisher nur bis Juno. Warum fällt's? Ja, die extra Inseln, die es dann noch gab, die gibt es hier noch nicht. Ne? Ja, die Pyramide, die Sphinx. Morg lebt noch. Also ein ganz alter Spielstand. Nameless Island. Oh, das hört sich nice an. Also noch eine ganz alte Weltkarte. Ship. Questliste gibt es jetzt. Das wird uns ein NPC gleich da drin erklären. Das weiß ich schon mal. Gilde habe ich noch nicht. Party. Oh ja, eine extra Party-Button. Das habe ich ein bisschen in der alten Version vermisst. Ja, da kann man sich sogar Partys anschließen. Mein Skillbaum. Wow. Natürlich. Die drei. Mein Inventar kann ich aufmachen. Equipment ansehen. Und meine Statuswerte. Ich habe schon Punkte zu verteilen. Echt? Okay. Geht mal dahin, please. So. Aber eventuell wird da noch ein NPC mit mir drüber reden. Muss ich mal gucken. Sehr weit war ich noch nicht drin, als ich gesehen habe, es gibt neue Sachen. Jetzt stehen wir für den Stream aufheben. Aber ich sehe hier, da ist noch eine News. Ja, den Reward. Habe ich mir abgeholt. Aber die News nicht gelesen, deswegen. So. Ich nochmal Potions bekommen. Echt jetzt? Was war das? Nee, Alt-Q. Alt-I. Nein, was war Inventory? I. Danke. Nein! Muss ich die extra mit der Mail abholen? Weil ich hab doch... Nee, Quatsch. Falscher Charakter. Die andere. Die andere hatte das bekommen. Die hat die anderen Tränke, deswegen... Was ist das? Achievements. Oh Gott, es gibt Achievements? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich glaube, da werde ich noch eine Menge zu tun haben können. Item habe ich. Jetzt gibt es noch extra Achievements mit extra Belohnungen. Ach du meine Güte. Hallo. Willkommen auf dem Übungsgelände. Du bist jetzt hier im Außenbereich. Bitte geh rein in das Schloss und beginne dein Training. Ja. Upsala, hallo. Opa. Ich habe ja eine Nachricht, die nur einmal angezeigt wird, deswegen... nach ein paar Fragen, die ich korrekt beantworten muss. Ach ja. Da geht es um das GM-Team, das Game Master Team.
Regel Nummer 1. Der einzige Art, eine Game Master zu werden, ist beim Büro angeheuert zu werden. Wir heuern keine Spieler direkt über andere Game Master an. Das Game Master Team wird dich nie nach deinem Passwort fragen. Wenn jemand ein Lösegeld von dir verlangt, um deinen Account nicht kaputt zu machen, sind das keine Game Master. Nicht bezahlen. Das Game Master Team wird dich niemals nach irgendetwas fragen, auch außerhalb des Ticketsystems. Niemals mit dir in Kontakt treten, außerhalb des Support-Ticketsystems. Und auch nicht über Instant Messenger oder Social Media. Einfach ignorieren. Das sind Lügner. Das Game Master Team wird dich niemals bitten, auf deinem PC TeamViewer zu installieren. Hände weg von TeamViewer. Besonders wenn Leute euch fragen, das zu installieren und zu starten, die ihr nicht kennt. TeamViewer ist eine böse Sache. Wenn ihr anderen Kontakt über TeamViewer auf eurem PC zulasst, könnt ihr ganz schlimme Dinge auf eurem PC tun. Hände weg vom TeamViewer, wenn ihr nicht wisst, wer da am anderen Ende sich bei euch einloggt. Hände weg. Wenn ihr irgendwem mal im Internet irgendwie was zeigen wollt, dann macht es über die Bildschirmaufnahme in Discord. Da kann man nämlich nur gucken und nicht dazwischen fuschen. Ne? Hände weg von TeamViewer. Und Anydesk ist auch noch so ein Kandidat. Nein! Ich habe zu viel gelabert, jetzt hat er das zugemacht. TeamViewer. Du wirst Game Master Teammitglieder immer in den Chaträumen sehen, wenn sie dort sind. Sie haben keine speziellen Möglichkeiten, sich unsichtbar zu machen. Das Game Master Team wird immer bereit sein, den Sprite zu zeigen. Wahrscheinlich einfach den Charakter. Wenn sie dann das verweigern, kannst du sie einfach ignorieren. Also, jetzt müssen wir die Fragen beantworten. Rekrutiert das Game Team Spieler? Nein. Nicht das Team, nur das Büro. Werden dich die Game Master jemals nach deinem Passwort fragen? Nope. Wird das Game Master Team jemals von dir Geld verlangen? In-game oder Instant Messenger? Nope. Solltest du TeamViewer auf deinem PC installieren, nur weil ein Game Master dich danach gefragt hat? Definitiv nein. So. Können Game Master Teammitglieder in Chaträumen unsichtbar sein? Nope. So. Kannst du einen GM danach fragen, dass du seinen Sprite sehen darfst, um zu identifizieren, dass er wirklich einer ist? Yes, kann ich. Hallo? Jetzt lässt er mich rein. Okay, da fehlte irgendwie eine Abschlussmessage an dem Chat. Du hattest mal deine Schwester mit TeamViewer auf dem PC. Ja gut, das geht ja. Also eine verwandte Person oder ein Freund, den man länger kennt. Ich hatte auch TeamViewer. Auch nur ein einziges Mal mit dem Hübig. Der hat mir nämlich geholfen, da was auf dem PC zu bekommen, was ich fürs Radio gebraucht habe. Oder es ging aber TeamViewer einfacher. Aber sonst habe ich auch nie jemanden dran gelassen. Das war das einzige Mal, wo ich das mal installiert hatte. Aber ja, Hände weg von TeamViewer. Sehr beliebt bei Scammern. Die können dann nämlich auch Passwörter sehen und Passwörter runterspeichern und sie dann auf deinen
Bankaccount oder sowas benutzen, ne? Bankkonto, Banking-Account. Ich gucke zu viel englische Scambaiter-Videos. Man merkt das gerade ein bisschen. Oh, noch ein Novi. Hallöchen. Spracki, hallo. Willkommen in der Welt von Ragnarok Online. Ich bin Spracki und ich habe hier die Aufgabe, die Basis-Gameplay-Tipps zu geben. Klick einfach mal auf den Next-Button oder die Enter-Taste, um weiterzumachen. Erst musst du lernen, wie die absoluten Basics funktionieren, um deinen Charakter zu kontrollieren. Dazu gehören sich bewegen, Items auswählen, angreifen und den Linksklick der Maus zu benutzen. Das beißt sich jetzt aber, weil sich das überlappt. So. Klicke irgendwo auf den Boden, um den Charakter zu bewegen. Monster kannst du angreifen und Unterhaltung starten, indem du sie einfach anklickst. Ja, mit links, ne? Nun habe ich dir einfach eine Quest gegeben, mit mir zu reden. Nachdem diese Unterhaltung vorbei ist, rede einfach nochmal mit mir, indem du mich mit links anklickst. Warum müsst ihr das immer überlappen? Das ist blöd. So. Du hast eine Quest von Spracki erhalten. Du kannst den Inhalt dieser Quest in der Quest-Info checken. Die Info kannst du öffnen mit Alt und U. Oder ich gehe da unten rein. Das geht auch. Hast du dir die Quest-Info angesehen? Nun, dann red nochmal mit mir. Aber ich drücke trotzdem nochmal Alt U. So. Da sind die ganzen Quests. So. Da kann man alle möglichen Quests dann hier wahrscheinlich haben. Ach du meine Güte. Oh, dann vergisst man die auch nicht mehr. So eine Quest-Tagebuch, das hat damals auch ein bisschen gefehlt. Boop. Es ist so still, hier ist gar keine Musik. Ja, Teamviewer, wenn man irgendwas gemacht hat, auch wieder deinstallieren, ist auch immer eine gute Idee. Die können dann nämlich auch Kontrolle über den Computer behalten, solange der an ist, wenn man das nicht macht. Also es gibt einige böse Menschen da draußen, passt also auf, wenn ihr war. Internet unterwegs seid. Oh, Kürbiskuchen. Danke. Hat die mir das geschenkt? Okay. Du weißt, wie du dich bewegst und wie du andere ansprichst. Im Trainingslager bereiten wir... Nee, das Trainingslager ist genau für solche Novizen wie dich vorbereitet. Du wirst hier trainiert. In den Basis... Aufgaben, also Basis, die Regeln des Spiels, Anwendungen. Wie ich einfach Dinge tue, wie kämpfen, bewegen und so weiter. Ich bringe dich jetzt ins Trainingscenter, sprich mit dem Instructor Braid. Der wartet da auf dich. Okay. Danke. Neue Quest erhalten. Sprech wahrscheinlich mit Braid. Würde ich mal sagen. Novizentraining. Sprich mit Braid, der steht da gerade. Warum ist hier keine Musik mehr? Das ist doof. Die Musik ist doch an. Aha. Da ist er. Er hat irgendwie aufgehört zu loopen. Weird. Yay, Level up. Großartig, du hast mich gefunden. Du hast deine Quest abgeschlossen. Deswegen gebe ich dir Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte bekommst du durch das Jagen von Monstern und den Beenden von Quests und du kannst in deiner Erfahrungsleiste sehen, wie viel du hast. Er sagt obere Left, oben links, aber ich habe mir das Fenster darunter geschoben. Es ist jetzt hier, das sind die beiden Balken. Ich kann es da oben links nicht haben. Ich war das immer so gewohnt, ich habe das immer da unten rechts gehabt, deswegen... Musik ist zu laut. Okay, Moment, das haben wir gleich.
So, jetzt will er mir noch erklären, wie man Equip und Items macht. Er gibt mir Novus Potions, dankeschön. Basisausrüstung und einfach Heiltränke. Mit dem Item-Icon kommst du in das Item-Fenster. Drei Sektionen. Consumables, also Sachen, die man essen oder trinken kann, Ausrüstung und andere Items. Moment, nee, da ist mittlerweile aber auch ein viertes. Consumables, Equipment und anderes. Ja? Wofür ist F? Das erklärt er mir nicht. Wofür ist F? Willst du ein Item benutzen oder ausrüsten, einfach doppelt klicken oder per Drag and Drop in das Equip-Fenster ziehen. Du kannst dir auch Infos ansehen, wenn du rechts klickst, dann kommt ein Infofenster in einem. Ja, dann kommt diese Info in einem separaten Fenster. Naja. Doppelklick, einfach mal auf ein Item, um seine Info zu sehen. Mach ich gleich. Rechtsklick auf andere Spieler zeigt dir ein Community-Menü. Du kannst in einer Party beitreten, Handel vorschlagen und solche Dinge. Warum wusstest du nicht die Sachen, aus die ich dir gegeben habe? Und dann machen wir weiter. Ja, können wir gleich machen. Hotkey für das Equipment-Window. Ne, für das Inventar ist Alt und Q. Das müssen wir schon. Um zu sehen, was du gerade trägst. Alt und Q. Drag and drop dein Item da rein, um dich auszurüsten. Ja, mache ich gleich. Ich möchte an das Sound. Configure. Danke. Naja, aber auch Effekte leiser, dass die sich so nicht beißen. Jetzt habe ich leiser gestellt. Merkt man es jetzt? Zu dem Zeitpunkt, als du irgendwas gesagt hast von leiser stellen, habe ich noch gar nichts leiser gestellt. Pichi, weil der liest mich nicht an das Menü. So. Passt das so? Ansonsten kann ich noch ein Stückchen leiser machen. Der hat meinen Cursor in Beschlag genommen. Beziehungsweise der ließ mich die Escape-Taste nicht benutzen. Dieser blöde Instructor-Typ wieder. Ich habe auch keine Ahnung, wieso das immer so laut ist. Das war auch, als ich das erste Mal rein bin, war das schon noch weiter oben. Und da war es mir auch im Ohr zu laut. Da habe ich das schon gemacht. So. Aber der Pegelausschlag hier im OBS, der sagt mir halt nicht, ob das euch auch weiterhin noch zu laut ist oder nicht. Also. Piep, piep. Das ist ein... Attacke 17. Attacke 45, ja. Das Messer werde ich definitiv ausrüsten. So. Ich war mir im ersten Moment nicht sicher. Aber so muss es passen. Ja, doch, stimmt. Stimmt, stimmt. Cotton Shirt und Knife habe ich immer in Massen dann für Höckert. Immer ganz viele Novices gemacht für die Tränke. First Aid mache ich immer ins erste Feld. Und wird die Leiste noch größer? Ich bin mir sicher, die war damals größer. Vielleicht ist das nicht meine Shortcut-Leiste. Es gab doch hier für Zauber und Items gab es diese Leiste. Die hat jetzt gerade nur zwei Felder. Das irritiert gerade. Job-Level up. Ja, ich habe mich voll ausgestattet. Hier sind noch ein paar Flywings und Butterflywings. Auf dem Übungsplatz wirst du sie nicht mehr brauchen. Nicht brauchen, aber sie werden bestimmt später so nützlich sein. Ja. Vor allem die Butterflywings.
Als nächstes sind die Hotkeys dran. Drück mal F12. Ach, Moment, die ist noch gar nicht da, die Hotkey-Leiste. Da ist sie, die habe ich vermisst. Es gibt mehrere Seiten dafür? What? Das gab es, glaube ich, damals nicht. Es gab, glaube ich, nur eine Hotkey-Leiste. Okay. Hat mehrere Seiten. F1 bis F9 kann man als Hotkeys festlegen mit Skills oder Tipps. Man kann immer einen Skill oder ein Item auf einen Hotkey legen, indem man sie einfach draufzieht. Ja. Ausgewählte Items oder Skills können angewendet oder ausgerüstet werden. Man kann zum Beispiel so Waffen wechseln. Bei irgendeinem Charakter habe ich das damals gemacht. Ich glaube bei meiner Archer. Wenn mir die Pfeile ausgegangen sind. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber man kann so auch Waffen wechseln. Ja. Du kannst sie jederzeit dir neu einrichten. Über das Optionsmenü. Sachen, die du häufig verwendest, kannst du so ganz einfach nutzen. Als nächstes zeige ich dir noch, wie man Skills benutzt. Allerdings musst du erst was lernen. Irgendwo hier in dem Raum ist jemand namens Gina. Finde sie und lerne First Aid von ihr. Ihm. Him. Er steht him. Ihm. Danach kommt zu mir, dann gibt es noch eine weitere Unterrichtsstunde. Geh zu Gina und lerne First Aid, komm dann zurück zu mir. Okay. So. Wofür ist diese Mini-Leiste hier dann? Hallo? Komm her. Okay. Oder gab es das früher auch und das war mir nur nicht bewusst. Ich kenne nur die eine Hotkey-Leiste. Interesting. Es sieht immer so aus, als könnte man mit zwei Mäusen spielen. Irgendwie so ein bisschen, ja. Wenn sie immer diese ganzen Bildchen da machen. Jemand namens... Ah ja, da ist er schon. Will gar nicht dir weiterhelfen. Möchte First Aid lernen, bitte. Mit First Aid kannst du deine SP in HP umwandeln, wenn du in Gefahr bist. Ist halt immer nur ein sehr kleiner Betrag. Aber ja, es hilft manchmal aus, dass man nicht umkippt. Du kannst dein Skillfenster öffnen mit Alt und S. Und probierst du das Skill mal nicht mal aus. Ja. Wenn du mehr lernen willst da über diesen Skill, musst du den nächsten Schritt machen. Geh zurück zu Braid und zeig ihm, was du gelernt hast. Jo, erst mal hier. Halt. Wo bist du denn? Ich will ihn ausrüsten. Er will nicht. Blöder Skill. Okay. Ich möchte da First Aid reinlegen. Hm. Na gut. Ja, das will ich ja. Per Drag and Drop. Aber warum macht er das nicht? Der sagt mir auch nur nochmal das Ausrüsten. Warum gehst du nicht in den nächsten Raum im Westen? Da wird noch ein weiterer Lehrer auf dich warten. Wir sehen uns schon bald genug wieder. Jetzt geh erstmal nach links und hol dir mehr Info. Dankeschön. Wo bist du denn? Moment, ich hab doch schon einen. Okay. Nimm mal das Belohnung. Moment.
Ach so, aha, das ist ein Ninja-Suit. Was hat der? Eine Def von 25? Und der? Ja, okay, das macht einen Unterschied. Macht einen Unterschied. Hi, Gladdy ist da. Guten Abend. Er hat das für die Buttons fertig gemacht. Dankeschön. Und ich darf mir 3 Bärchen gönnen. Danke dir. Nochmal schönen guten Abend. Ups. Ich darf die Dose nicht kaputt machen, weil ich sie wieder verwenden will. Ich habe nicht mehr viel Farbauswahl. So, wenn ich den grünen jetzt esse, habe ich nur noch weiße und rote Bärchen. Ich glaube, ich werde für den ersten Button eher ein recht neutrales Motiv wählen. Vielleicht so den Haiflauschi oder den kleinen grünen mit dem Keks. Bin ich noch am Schwanken. Wir können später gern noch mehr Buttons machen mit anderen Motiven, wie auch den Flauschis für die Thumbnails zum Beispiel. Mit Zelda-Mütze zum Beispiel. Keksal. Das nehme ich mal als Zustimmung für den grünen Knirps mit dem Keks. Für den ersten Button. Ich kann gern später noch mehr machen. Aber so für das erste, so 10 Buttons mit demselben Motiv, habe ich mir gedacht, kommt jetzt, glaube ich, gerade am günstigsten. Da stehen 4 Leute. Oh gut, oh gut. Ja gut, das eine ist eine Kaffra. Ah ja, Kaffra. Besonders was. Hieß denn diese andere Organisation immer so? Ich weiß, da gab es noch einen anderen Teleporten-Service neben der Kaffra. Waren die das? Nein, der Sticker ist... Oh. Ah, okay, Moment. Ich weiß, warum. Weil ich das neu einfügen musste, ist das ganz vorne. So. Da ist der Keks. Weil ich die Szene neu einfügen musste, weil ich die alte zerdeppert habe. Da ist der Keks. Ich habe ihn noch gar nicht. Ah, der Sound ist immer sehr leise. Ich glaube, ich habe ihn deswegen nicht gehört. Ich muss mir erst anhören, was die Kleine hier zu sagen hat. Okay. Ich erzähle dir etwas über die Leute, die du in Städten sehen wirst. Es gibt viele verschiedene Arten von Leuten. Und manche von denen werden nützlich. Wird es sinnvoll sein, sie zu kennen? Es gibt eine Menge Leute, aber unter ihnen gibt es welche, die am wichtigsten sind, dass man sie kennt. Da sind einmal die Kaffra-Agenten, die sie, wie eine hinter mir steht und ihre rivalisierende, ja, die andere rivalisierende Kompanie da, die Sonder. Wenn du eine Stadt das erste Mal betrittst, solltest du auch für etwas Information mit so einem Wächter, ja so einem Soldaten reden. Hör dir doch an, was jeder von ihr zu sagen hat und rede doch zuerst mal mit der Kaffra. Okay. Gladi ist da auch schon. Er wird dann auch Skills anwenden, um mich zu ärgern. Hallo? Lauf. Mädel, ich klicke dahin. Würdest du bitte laufen? Was ist denn jetzt gerade los? Ihr habt keine Lust.
Wie, PG? Bei meinen Loot Crates, sagst du, ist nur einmal geclaimed? Ich habe sie gerade nochmal angecheckt und da stand 4 von 5. Okay, es ist jetzt äußerst weird. Wie viele sind denn dann jetzt geclaimed? Ach so, bei deinen. Ah, okay. Ich dachte jetzt, da wären Anzeigeunterschiede. Dann streamst du denn nochmal, dann werde ich auch nochmal claimen, weil dann habe ich den vielleicht auch noch nicht. Wo ich eigentlich geclaimt habe, wo du meinst, dass ich geclaimt haben musste. Das ist weird. Kann ich leider außerhalb von dem Stream nicht einchecken, ne? Also du gibst mir die mal in Discord durch. Und Gladi hat Katzenbesuch. Ich hoffe, die Katze ist gesund und munter. Katzengesellschaft ist immer gut. Ich wurde hier von Hauptquartier, Kaffra Hauptquartier hergesandt, um den Trainees zu helfen. Wir sind die weltgrößte Firma mit einer sehr langen und sehr lebhaften Geschichte über den ganzen hohen Midgard-Kontinent. Es ist wichtig für uns. Es ist für uns wichtig, dass wir nah mit euch zusammenarbeiten, also euch Abenteurern. Unsere Dienste sind Speichern, Lagern und Teleportieren. Wenn du mit einem Kaffra-Agenten sprichst wegen Speichern, wird die Location, an der du das Speichern machst, für deine Wiederbelebung gespeichert, falls du mal in deinem Kampf besiegt wirst. Dein Respawn halt, ne? Dein Respawn ist immer der letzte Ort, den du gespeichert hast. Mit einem Butterfly-Wing kommst du auch an diesen Ort wieder zurück. Dieser Service ist umsonst, also nutze es einfach so oft du möchtest. Das nächste ist der Lagerdienst. Du kannst bei uns Items einlagern und wieder rausholen in jeder Stadt, wo du halt Kaffra-Agenten natürlich hast. Wisch. Man sollte nicht ständig alles mit sich rumtragen, vor allem was man nicht direkt braucht. Deswegen nutze ruhig unser Lager. Und ja. Lager deine Sachen vor allem sicher. So, Diebstahl. Item Drop gab es nicht. Aber es ist schon gut, weil man hat ja hier eine Gewichtsgrenze auch. Ne? Man ist ja irgendwann voll sonst. Kostet allerdings immer eine kleine Gebühr, die unterschiedlich teuer ist, je nach Stadt. Man muss mindestens Basis-Skill-Level 6 haben, um unser Lager zu verwenden. Das ist ein extra Skill. Es gibt 7 verschiedene Sektionen, in denen wir lagern. Okay. Consumables, also Sachen zum Essen und Trinken. Kaffra. Item Mall. Kann man ruhig shoppen? Okay. Ausrüstung, Waffen, Munition, Karten. Und sonstiges. Ihr trennt die Karten mittlerweile und die Munition. Das ist sehr gut. Das war früher sehr verwirrendes Wahrnehmen. Da gab es nur 3 Kategorien. Ne? Das könnte natürlich sein, dass dass das letzte hier vielleicht auch sowas in der Richtung ist. Das ist etc. Das ist Gear. Und es ist. Naja, es ist leider kein C für Consumables, aber. Ja. Fällt mir gerade mal ein, so, du kommst dahin. Da muss noch mein First Aid rein, der wollte eben nicht. Oh Gott, was schreibt ihr im Chat? Jetzt muss ich gucken.
drin ist es schon. Man kann offline auch den Befehl triggern, aber naja. Oh, du hast mir ein Bild von der Katze geschickt. Oh, danke schön. Von ihrem Besuch. Nee, ein Video sogar. Schmutz? Ton mache ich jetzt kurz nicht an. Ja, sieht doch ganz fit und gesund aus. Frisst halt wieder ein bisschen mäkelig wahrscheinlich. Aber das ist halt typisch Katze. Schöne rote Katze. Wenn ihr Nummern austauschen wollt, macht das aber bitte privat. Oder schreibt es euch auf Discord. Die Chi hängt bei uns, glaube ich, auch mit auf Greifeneinsiedler für irgendwas. Genau, wegen Among Us hängst du da, glaube ich, drin. Da könnt ihr euch da anschreiben. Wenn es halt nicht per WhatsApp oder Telegram geht, weil der jeweils andere das nicht hat. Süße Katze. Pichi mag auch Katzen, die freut sich auch über das Video. Ich bin noch nicht fertig mit der Kaffra. Achso, die hat Teleport noch gar nicht erklärt, da war noch was. Respawn. Storage. Genau. Das Lager teilen sich alle Charaktere auf demselben Account. Also, was ein Charakter einlagert, kann der andere dann rausnehmen zum Beispiel. Kann man mit einem guten Charakter Items da reinbunkern und mit dem schwachen dann nutzen. Tränke zum Beispiel. Und mit dem Teleportdienst werden deine Reisen einfacher, besonders über lange Distanz. Wird die Reise ja komfortabel und auf jeden Fall sicherer, als wenn du den Weg laufen musst. Die Orte, an die du teleportieren kannst, variieren je nachdem vom Ausgangsort, von dem du teleportieren willst. Also es geht nicht unbegrenzt in jede Richtung. Ja. Wir arbeiten hart daran, unseren Kunden gerecht zu werden. Okay. Ah ja, Cards kann man bei ihm mieten. Die sind allerdings nur für Merchants. Als Merchant kann man sich diese Card mieten. Merchant, Blacksmith, Alchemist und Supernovi. Alle, die halt auf Handel aus sind. Okay. Dann habe ich aber genug mit dir gelabert. Hallo. Wir machen eigentlich ähnliche Dinge wie der Kafka-Service. Mit Storage, Speichern und Teleport. Wenn es hier keine Kafka gibt, dann sind wir da, um dir auszuhelfen. Wir arbeiten an einem Netzwerk von Events, um dein Leben besser zu gestalten. Ich hoffe, du triffst uns einmal in Alberta. Wer weiß, wir treffen uns ja außerhalb dieser Akademie. Die meisten von uns tragen einen roten Mantel. Und sind an Orten, wo es keine Kafras gibt. Keine Kafra-Ladies. Und der Soldat ist einfach eine Art Fremdenführer an diversen Orten. Stell uns einfach deine Fragen. Wir sehen nicht in jeder Stadt gleich raus, aber unsere Rolle ist dieselbe. Verschiedene lokale Uniformen, ne? Wenn du das erste Mal in einer Stadt bist, wenn du zu deiner ersten Stadt gehen willst, musst du mindestens Basislevel 11 hier im Trainings, im Übungslager hier machen. Ah ja, da war was. Das ist jetzt nicht Base Skill Level gemeint, sondern Charakter Level. So, das waren jetzt aber alle. Warum sind die Felder hier so zickig? Hallo?
Ist ein bisschen zickig hier zu laufen irgendwie. War es das jetzt? Es gibt auch in jeder Stadt eine Gaststätte. Da kann man sich für eine kleine Gebühr ausruhen und heilen. Gab's das schon immer? Nee, oder? Aber in vielen Städten gibt es natürlich auch noch die Händler, die verschiedene Sachen verkaufen. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Du hast deine Quests abgeschlossen. Dankeschön, bekommst du ein paar Freitickets für den Kafra-Dienst. Die werden bestimmt nützlich sein. Dankeschön. Ich sehe mich jetzt schon wieder einen ganzen Tag damit verbringen, Massen an diesen Tickets zu kaufen, um Gebühren zu sparen. Jetzt wird's Zeit für Kampf. Geh zum Kampftraining. Spreche mit Braid. Den hast du vorhin schon getroffen. Ich bringe dich auf jeden Fall mal auf den Kampftrainingsplatz. Okay, dankeschön. Kleinzeug. Und die Karte ist immer noch dieselbe. Ach du, ich dachte, du warst irgendwie mal wegen Among Us dann erst bei uns drin. Triff! Ach, danke schon. Ich dachte, aber wir haben dann da, glaube ich, dann da im Talk rumgehangen für Among Us. So rum war das. Moin, moin, Moppy. Schönen guten Abend. Das hier ist der der Loki-Server von Ragnarok Online Prime. Unter 4Games. Falls dir das was sagt. Die haben, glaube ich, nur den einen Server. Ich bekam zumindest nur den einen Server, als ich mich eingeloggt habe. European gibt's ja nicht mehr und Revo Classic haben sie auch eingestampft. Leider. Fangen wieder alles komplett von vorne an. Nein. Komm, gib mir XP. Dankeschön. Wo ist die Fliege hin? Ja, gut. Einfach passt doch schon, wird jetzt kein Problem sein. Ich glaube, ich habe hier genug. Ach du meine Güte, ist hier für mich. Wo ist denn jetzt der NPC, mit dem ich noch reden soll? Ist der hier? Ach ja, da ist er. Der müsste doch den Persönlichkeitstest machen. Das ist komisch. Der Trainingsraum hat sich. Trainingsgrund hat sich verändert. Du musst hierher gekommen sei, bevor es passiert ist. Wenn du aber hier bist, musst du wohl alle Grundkurse absolviert haben. Ich werde dich in eine Stadt schicken, in die du gehen möchtest. Hast du schon irgendeinen Job in Gedanken, den du sein willst? Ah ja, ich habe die Wahl, ob ich den, stimmt, den Jobtest mache oder nicht. Koffeinmäßig hast du gerade eh nichts da. Okay. Wenn du zu müde bist, kannst du dich auch ruhig hinlegen. Du musst halt gucken mit deinem Schlafrhythmus. Ich hab den Jobtest noch nie auf Englisch gemacht. Der war damals noch auf Deutsch. Ja. Okay. Dann haben wir den Test. Dieser Test ist nur dazu da, um dich zu definieren, deine Identität zu definieren. Es gibt keine Standards, was gut oder schlecht ist. Nimm einfach das Wort, das dir am meisten zusagt. Studieren. Exercise, also ein bisschen draußen Sport und so. Compassion. Leidenschaft. Grausamkeit. Nein. Bestimmt nicht. Lernen finde ich allerdings auch ein bisschen. Also richtig krass sportliche Exercise.
weniger, aber so eine Leidenschaft für Videospiele? Wandel oder Sicherheit? Sicherheit. Verbraucher, Verkäufer oder Produzent? Moment. Ganz viel Fame, ganz viel Ruhm. Oder halt modest bleiben, halt nur so. Täglich. Alltäglich. Theorie oder Erfahrung? Ich bin ein Mensch, der praktisch besser lernt. Als theoretisch. Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Die Gegenwart. So. Die Gegenwart genießen. Der Vergangenheit nicht nachtrauern und an die Zukunft keine blöden Szenarien ausmalen. Macht nur Kopfschmerzen. Die nächsten Fragen sind Ja oder Nein Antworten. Okay. Oh, wow. Ich würde eher sterben, als untergeordnet zu leben. Nee. Es gibt vielleicht auch irgendwelche schönen Sachen, mit denen man klarkommen kann. Wenn man tot ist, dann erlebt man nichts mehr. Du findest es immer wieder doof, wenn jemand besser ist als du. Nee. Jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Es gibt keinen perfekten Menschen. Es macht ja nichts aus, gefährliche Orte zu erkunden. Kommt drauf an. Alleine in-game? Vielleicht manchmal schon. Du bist oft ein Anführer. Nee, eigentlich nicht wirklich gern. Wenn du einen Dungeon erkundest, findest du oft eine Sackgasse. Als du einen Dungeon erkundest, findest du eine Sackgasse auf dem Knopf. Da ist ein Knopf und der sagt nicht drücken. Und liegt neben einem Stein, der seltsam aussieht. Würdest du es klicken? Ganz viel Sicherheitsabstand mit einem Stock, weil ich nicht weiß, ob der Stein daneben explodiert oder so. Du siehst öfter Dinge, die nicht existieren. Gelegentlich. Kennt ihr das, wenn man auf solche Fußböden guckt, so laminierte Fußböden oder so, wo lauter so verschiedene Muster dann drin sind, wo man dann irgendwelche Formen kennen kann? Nehme ich mal als Ja. Du bist in einem Traum noch nie geflogen. Nee, ich bin schon geflogen. Geld spricht. Nein, Geld stinkt. Und möchte ich dir ein paar etwas andere Fragen stellen. Wähle einfach die Antwort, die am besten zu dir passt. Du hast einen ziemlich beschäftigten Tagesplan. Was denkst du davon? Tagesplan? Was für ein Tagesplan? Ja, eigentlich. Es ist eine Mischung aus den beiden. Kommt drauf an, ob ich Arbeit habe. Und die Öffis nicht so ganz zuverlässig nach Plan sind, wie ich sie brauche. Oder ich frei habe. Ich plane schon so ein bisschen den Tag. Auch wenn ich frei habe. Es muss halt Haushalt erledigt werden und so. Du gehst durch ein Land, findest etwas wirklich sehr Interessantes. Denkst darüber nach, es zu kaufen. Bevor du es allerdings kaufst, ist das Erste, was du denkst. Brauche ich es wirklich? Was ist der Preis? Oder nicht zweimal nachdenken, einfach kaufen.
ich bin tatsächlich ein Preisechecker. Ganz krasser. Fülle diese Leerstelle aus. Du im Vergleich mit anderen Loten. Du magst mit anderen Leuten zu wettstreiten, also dich mit anderen zu messen. Du magst es nicht oder es ist dir egal. Depends. Freundlicher Wettstreit ist eigentlich immer ganz nett. Fragen sind schwierig. Du bist für eine Aufgabe verantwortlich, die voraussetzt, dass du mit vielen Leuten zusammenarbeitest. Wenn du das alleine tun müsstest, würde es eine Menge Aufwand und Zeit beanspruchen. Aber wenn du mit anderen zusammenarbeitest, wird es einfach und angenehm. Also würdest du Freunde fragen. Yep. Dann habe ich kein Problem damit. Teamwork macht Spaß. Wir haben hier mal zu 5 hier in meinem Wohnzimmer gesessen und haben Gyoza gemacht. Hätte ich die alle alleine gemacht, hätte ich einen ganzen Tag gebraucht. Zu 5 haben wir nur 3-4 Stunden gebraucht, die alle essen zu können. Du hast gesehen, wie ein Mädchen auf der Straße bewusstlos wird. Was tust du? Nicht ignorieren. Ignorieren ist gemein. Analysieren. Und dann Krankenwagen rufen. Also zum Krankenhaus schleppen werde ich sie nicht. Aber erst muss man gucken. Erst die Situation analysieren. Geht es ihr scheiße? Dann kann man Krankenwagen rufen. Du hast versehentlich irgendwelche Kleidung aufgehoben. Was tust du? Ich frage mich, wer sie verloren hat. Dann nehme ich sie mit. Oder ich lege sie beiseite. Ich frage mich, wer sie verloren hat. Du hast aus Versehen etwas zu viel gesagt. Wie gehst du mit der Situation um? Ich entschuldige mich. Kann mal vorkommen. Aber wenn man sich offen und ehrlich entschuldigt, sieht der Gegenüber es oft ein. Du bist auf einer Reise mit deinem Liebsten. Er oder sie fragt dich, ein sehr teures Souvenir zu kaufen. Was machst du? Kann ich es mir leisten? Wenn ich es mir leisten kann, würde ich es kaufen. Mein Schatz wäre jetzt, glaube ich, nicht hier so jemand, aber... Oder man sucht halt eine Alternative, die nicht so teuer ist. Aber das war da leider nicht gegeben. So, das war der Test. Wer schenkt mir noch was? Nee. Jetzt werde ich deine Ergebnisse analysieren. Warte einen Moment. Piep. Das Ergebnis ist... Du bist sehr warmherzig. Und considerate, also du bedenkst vieles. To consider, ne? Also du bedenkst verschiedene Situationen, Leute, Ansichten. Du würdest auch deine Gesundheit opfern für andere. Du bist immer bereit, anderen zu helfen. Deswegen mag man dich so. Kann sein. Für dieses... Oh, nette Herz ist eigentlich der Akolyt genau der richtige Job. okay. Ja, ich spiele gerne Supporter. Aber ich habe keine Lust, einen Akku alleine hochzuziehen. Deswegen werde ich jetzt hier auf dem Game keinen mehr machen. Aber ja, ich hatte mal. Willst du diesen Vorschlag annehmen oder doch deine Wahl treffen? Ja, ich treffe meine Wahl. Ein Akku ist sehr schwer, alleine zu leveln, wenn man niemanden hat. Da ich nicht weiß, ob ich hier noch andere Leute zum Spielen finde, bleibe ich erst einmal bei den anderen. Gut, dann wähle halt, was du sein willst.
Das ist Büffelchen, die wird Händler. So. Ich werde dich nach Alberta schicken. Da ist die Händlergilde. Unten im Südwesten. Schau bei denen vorbei. Genau. Ich gebe dir noch ein paar Sachen für die Reise. Und schick dich dann dahin. Noch mehr Free Tickets gibt's hier her. Und noch ein Novi Abenteurer-Suit. Aber ich habe doch schon einen. Aber gut. Lass mich noch kurz erklären, was du da bekommen hast. Mit den Tickets kannst du die Kaffee einmal umsonst nutzen. Also, war das nicht ein Suit? War das ein Plaid, was ich anhab? Soll ich gleich nochmal gucken. Der Abenteueranzug ist auf jeden Fall besser, meint er. Er hat mir ein bisschen Geld gegeben. Nee, doch nicht. Nee, Seni ist die aktuelle Währung hier in Midgard. Achso, er hat mir Frakon gegeben. Okay. Frakon kannst du Level 1 Waffen upgraden. Einfach bei den Schmieden melden. Oder ich kann es verkaufen.